Wir sind heute in Moosburg am Karrieretag. Um die 30 Aussteller präsentieren sich heute hier und wir schauen jetzt mal rein. Herr Meixner, Sie sind zum ersten Mal auf dem Karrieretag. Wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren? Wir sind das erste Mal hier, das ist richtig. Wir wurden von der Marketingagentur Moosburg angeschrieben und sind darauf aufmerksam geworden, haben uns dann für den Stand hier beworben und ja, sind mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Auf was setzen Sie letztendlich, um die Jugendlichen so anzusprechen, um es für Sie interessant zu bleiben? Ich denke, IT ist eigentlich an sich eine interessante Branche. Die Jugendlichen gehen ja sehr viel um mit elektronischen Geräten, mit Computern und Handys. Es ist vielleicht einmal interessant, die Software nicht nur zu nutzen, sondern sie auch selber zu entwickeln, die Software. Frau Becht, könnten Sie uns bitte die Moosburger ISA-Akademie kurz vorstellen? Die Moosburger ISA-Akademie ist ein Bildungsträger. Wir machen Ausbildungen und Maßnahmen für Arbeitslose im Bereich Metall. Wir haben aktuell einen Kurs laufen, Metallhelfer Schweißer mit Deutsch, den wir ausschließlich für Flüchtlinge momentan anbieten. Herr Süß, Sie präsentieren sich heute mit Moosburger ISA-Akademie zusammen als Ernst Bracher GmbH. Wie hängt das zusammen? Wie engagiert sich bzw. beteiligt das Unternehmen Bracher? Okay, die Moosburger ISA-Akademie ist halt die Schuleinrichtung. Die Schuleinrichtung ist aber direkt neben der Werkstatt von der Ernst Bracher GmbH. In der Werkstatt erhalten dann die Metallhelfer, die diese einjährige Ausbildung machen, dann die praktischen Fertigkeiten im Metallhandwerk. Das heißt, an den Maschinen zu arbeiten und letztendlich auch bei uns in der Schweißerei die verschiedenen Schweißverfahren zu lernen. Frau Wilpernick, Sie sind Geschäftsführerin von einem kleinen Familienunternehmen, Virodive. Was macht Virodive? Virodive Tauchreisen ist ein Reiseveranstalter, speziell für Tauch- und Erlebnisreisen, so wie es der Name auch schon sagt. Wir schicken unsere Kunden, in erster Linie Taucher, rund um den Erdball. Welchen Beruf kann man bei Ihnen erlernen? Ja, wir erhoffen uns hier so ein bisschen Nachwuchs zu finden für den Beruf des Tourismuskaufmannes oder Tourismuskauffrau. Da suchen wir momentan 1 bis 2 Stellen für den nächsten Herbst. Jetzt 2017 soll es losgehen und ist die klassische Ausbildung eben für 3 Jahre und die kann man bei uns halt machen im Bereich Reiseveranstaltung. Hey Ida, welche Herausforderungen stellt der aktuelle Arbeitsmarkt für Sie dar? Also zum einen müssen wir natürlich als Firma präsent sein, sprich solche Plattformen wie diese Karrieremesse hier müssen wir nutzen, um halt auf die Bewerber proaktiv zuzugehen. Und jetzt ganz allgemein, weil viele Unternehmen gehen mit dem Thema zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch, also es wird immer, sag mal so, präsenter, viele Kleine machen schon mit. Ist das für Sie auch ein Thema? Sehr wohl, bei uns nennt sich das Imbalance. Imbalance bedeutet, wir geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, wenn beispielsweise zu Hause kein Kita-Platz mehr frei wäre, dann gibt es bei uns eine Hotline, die rufen die Kollegen an, dann wird denen innerhalb kürzester Zeit ein Kita-Platz zur Verfügung gestellt. Ihr seid gerade in der Ausbildung, beziehungsweise du bist gerade fertig, du bist noch in der Ausbildung. Was lernt ihr? Der Beruf heißt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Meinen ersten Kontakt mit der Firma hatte ich vor 2 Jahren hier am Karrieretag. Und dann hat mir der Herr Merzinger das alles erklärt, was die Firma macht und was die Aufgaben sind. Und ich fand das einfach total interessant. Man hat Einblicke in alle möglichen Branchen und hat immer neue Herausforderungen. Und für den IT-Beruf an sich habe ich mich dazu entschieden, da ich in der Schule und im Studium früher auch schon programmiert habe und das sehr interessant fand. Und ja, auf die Firma bin ich eben hier gestoßen und es wurde einfach auch ein sehr gutes Klima vermittelt, was sich auch bestätigt hat. Also es ist sehr angenehm in der Arbeit. Ich bereue es keinen Tag. Warum sind Sie heute hier? Wir möchten uns bei den jungen Leuten bekannter machen. Wir bilden aus 4 Berufe, Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker und Schlosser. Und wir möchten halt uns bei den Leuten vorstellen und ihnen ja, einfach eine Perspektive bei uns geben und sie dazu animieren, sich bei uns zu bewerben.
Und welche offenen Stellen haben wir aktuell? Also für 2017 suchen wir noch Auszubildende für Chemikanten. Und für 2018 ist noch alles offen. Und auch Fachkräfte werden gesucht? Aktuell kann man sich bei uns auch als fertige Fachkraft bewerben. Bevorzugt dann als Chemikant, da besteht momentan gar Bedarf. Dankeschön.